Herzlich willkommen bei Assassin's Creed Ezio Collection. Ich ist euer Herr Gamerlord. Letzte Part haben wir ordentlich paar Borchers plus neue Rekruten gefunden. So, Erinnerungsanfang. Mal schauen, wo der Bankier ist. Ach, da richtig. Entschuldigung. Danke für das Geld. Ab. Nochmal. Und nochmal. Oh, nicht die Knochen brechen. So. Ja, Puffhausen. Buongiorno, Mutter. Ezio, schön, dass du kommst. Was beunruhigt die Dirnen? Die ehemalige Besitzerin Madonna Solari war eine Betrügerin. Wir entdeckten Verbindungen zur Kirche. Schlimmer noch, einige unserer Dirnen schlafen immer noch mit dem Feind. Ich spüre sie auf. Besuch Dirnen, denen ich traue. Sie helfen dir. Grazie, Ezio. Mhm. Was willst du? Du sprachst von einem Senator bei dem Treffen. Such auf dem Kapitol. Du brauchst mich nicht. Wenn ich den Bankier töte, müssen deine Mädchen dem Widerstand sein Geld bringen. Fein. Bleib wachsam. Flucht aus der Schuldenfalle. Senator Eligio Torchi aus dem Kapitol besuchen, um den Aufenthaltsort des Bankiers herauszufinden. Dem Bankier. Schmerzen wie die euren können schließlich nur besser werden. Calma di! Bischofssitz ein Wunder gefeiert und untersucht wird. Während des Abendmahls die anwesenden Leute. Wo ist dieser Senator? Ma qua, lieta giornata a voi. Warum sollten wir ihn schicken? Keine Diskussionen. Eure Schuld ist überfällig. Macht eine Ausnahme für einen alten Mann. Nein, wir kommen, um zu kassieren.
Ich werde sein Geld bald haben. Das reicht uns nicht. Gott scheint euch zu lieben und eure Hand zu führen. Gebt ihnen, was sie verdienen. So. Ein guter Samariter in Roma? Ich dachte, so etwas gibt's nicht mehr. Senator Egidio Trocke. Euch schulde ich nicht auch Geld, oder? Ich suche nach Cesares Bankier. Cesare Borgia. Und ihr seid... Ein Freund der Familie. Cesare hat viele Freunde zurzeit. Nur leider bin ich keiner davon. Ich kann zahlen. Ma che meraviglia. Er bekämpft Wachen und verschenkt Geld. Wo wart ihr nur mein ganzes Leben? Wir sollten besser verschwinden. Ich kenne einen Ort. Hui, tun wir es. Aber ihr werdet mich beschützen müssen. Die Wachen sind nicht sehr freundlich, wenn ihr wisst, was ich meine. Mhm, dann laufen wir außen herum. Jemand möchte euch tot sehen. Vor kurzem erzählte mir mein Bruder Francesco, der Kämmerer des Papstes. Ich weiß, lasst mich ausreden. Es ging um Cesares Pläne für die Romagna. Ich schrieb eine Warnung an den Botschafter von Venezia. Doch einer der... Hilfe! Hat heutzutage nichts zu tun. Die Borgia haben die ganze Macht. Wisst ihr, wie es ist, nur Cazzo zu machen? Es verändert einen. Zugegeben, ich habe gespielt, getrunken. Und gehurt. Oh, ihr seid gut. War es das Parfum an meinem Kragen? Etwas in der Art. Ja. Die Senatoren haben einst über echte Probleme entschieden, wie unbotsame Grausamkeit, verlassene Kinder. Jetzt verabschieden wir Gesetze über die erlaubte Ärmelweite von Frauenkleidern. Ihr nicht. Ihr sammelt Gelder für falsche Vorhaben, um eure Spielschulden zu begleichen. Falsche Vorhaben? Ich wäre interessiert daran, sie zu verfolgen, sobald ich finanziell in der Lage dazu bin. Habt ihr je ein Grab angesehen und gedacht, das ist das Bedeutendste, das ich hinterlassen werde? Hier ist es nicht sicher. Wir müssen weiter. Besser. Hey, bist du noch bei Trost? Oh, welch Glück! Ja, ist denn schon was? Genau.
So. Können nicht anhalten. Zu viele Wachen. Lasst euch nicht täuschen von den Schülern, die seine Taten rechtfertigen wollen. Er ist nur ein brutaler Mörder, der in Todeslust schwelgt. Ja, diesen oben. Kompliziert. Verdammte Briefe! Ich hätte sie dem Botschafter nie schicken dürfen. Jetzt wird Cesare mich umbringen. Benvenuto im Haus meines Bruders Francesco. Er ist zum Glück nicht hier. Wir haben nicht gesprochen, seit er von den Briefen weiß. Was wolltet ihr noch gleich? Cesare ist Bankier. Genau. Ich muss ihm das Geld bringen. Nur leider habe ich kein Geld. Ihr trefft den Bankier? Wo? Das weiß ich erst, wenn ich da bin. Ich gehe an einen von drei Orten. Seine Freunde bringen mich dann zu ihm. Ich bringe euch das Geld, das ihr ihm schuldet. Sul serio? Ihr müsst damit aufhören. Ihr macht mir beinahe Hoffnung. Für den Zugang zu dieser Erinnerung werden 3000 Florin benötigt. Ich kann nicht glauben, dass ihr das für mich tut. Es gibt eine Bedingung. Ich wusste es. Behaltet die Politik der Stadt im Auge. Ich möchte, dass ihr Maria in der Rosa in Fiore von allen erzählt, die den Borgia helfen. Und dann lasst ihr sie verschwinden? Nein. Dieses Pezzo di Merda mag mich hassen, aber er ist Familie. Va bene, wir gehen. Ich folge euch zum Bankier. Dem Geld folgen. Seid ihr nun doch bereit, wie ein Ehrenmann zu sterben? Ich habe das Geld. Oh, das ist was anderes. Der Bankier wird erfreut sein. Seid ihr allein? Habt ihr sonst jemanden gesehen? Kommt mit, Klugscheißer. Habt ihr irgendwas von meinem Bruder Francesco gehört? Cesare kümmert sich um ihn. Er ist wohl auf. Und?
Was werdet ihr mit meinem Geld machen? Der Bank. Hier behandelt seine Freunde gut. Wie großzügig er ist. Was sagtet ihr? Nichts. Ah, ich habe die Taste verwechselt. Ah. Geh schlafen. Ihr dürft nicht. Ich kenne Tempo, ich verliere. Du wirst nicht entkommen. Jetzt stirbst du. Egidio hat bezahlt. Gut, gut. Der Bankier plant einen besonderen Abend. Ich werde ihm das Geld überbringen. Gebt es her. Festhalten, bis ich zurückkomme. Nur nicht das Geld aus den Augen verlieren. Unser einziger Fall. Warum kann ich nicht mehr nachhauen? Ich habe bezahlt. Erzählt das Geld. Bis es gezählt ist, bleibt ihr hier. Warum dauert das so lange? Erzählt ordentlich. Ah.
Gut. Alles in Ordnung da drin? Wir müssen gehen, Luigi. Wir sind spät dran. Luigi. Okay. Ist die Zählung beendet? Va bene. Tötet ihn. Nein. Glück gehabt. Luigi sagt, er bleibt am Leben. Geht voraus, Capo. Zu Gast in Rom. Wir sind auf Kurs. Jetzt machen wir Zeit gut. Wir sind auf Kurs. Glaubst du, er hat vergessen, wo es lang geht? Der Weg, den ihr einschlagt, ist sehr interessant. Gut, die Stadt ist verwirrend, aber das ist doch... Ist das nicht die falsche Richtung? Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Jetzt machen wir Zeit gut. Schätze, hier könnte man sich verstecken. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Wir sind fast da. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Glaubst du, er hat vergessen, wo es lang? Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Jetzt machen wir Zeit gut. Wo gehen wir hin? Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Ein Spaziergang durch die Stadt ist nett. Jetzt machen wir Zeit gut. Wir sind fast da. Jetzt machen wir Zeit gut. Wir sind auf Kurs. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Und von Rosa Camerini gesellt sich unter die Bauern, um unser Leben unerträglich zu machen. Jetzt machen wir Zeit gut. Bald mischen wir uns unter die Feiernden. Ist das nicht die falsche Richtung?
No. Sind wir da. Der Weg, den ihr einschlagt, ist sehr interessant. Mit Verlaub, Signore. Signore, geht es euch gut? Jetzt machen wir Zeit gut. Wir sind... Wo gehen wir hin? Jetzt machen wir Zeit gut. Buona giornata. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Bist du hier? Komm raus und ich lass Gnade frei. Jetzt machen wir... Bald mischen wir uns unter die Feiernden. Wir sind fast da. Jetzt sauer. Gib mir die Kiste, Luigi. Ich bringe sie zum Bankier. Tretet ein. Wir dürfen nicht rein? Ihr schickt was auf Befehl Cesares. Porca puttana. Cesare? Er ist hier? Luigi wurde ermordet. Wir fanden seine Leiche am Pantheon. Luigi? Der ging gerade rein. Scheiße. Rein und raus. Oh, sagt Claudia, der Bankier ist hier. Felice notte. Metall wird in diesem außergewöhnlichen Geschäft so kunstvollendet. Seht selbst. Wie wär's mit uns beiden? Nur weiterlaufen. Hey, macht ihr auch diese Sachen mit den Federn, Honig und Perlen? Du musst dich bis zum Zahltag zurückhalten. Bene. Na, euch. Habt Spaß. Für den Bankier. Hallöchen. Grazie. Was dagegen, wenn ich mitkomme? Ja. Buona serata. Ich meine, nein, habe ich nicht. Ich war noch nie im Trastevere bisher. Die alten Ruinen machen mich nervös. Ich beschütze euch. Na klar. Eine schöne Kiste habt ihr da. Ist nicht meine. Aber ihr tragt sie doch in euren starken Armen. Wollt ihr mal anfassen? Und was sag ich dem Priester bei der Beichte? Dio del cielo! Tut mir nichts! Bitte! Geld für euch, Bankier.
Ich nehme das. Und das. Weggetreten. Wo ist nur mein Geldbeutel? Honoratissima. Willkommen auf meinem Fest. Ich bin Juan Borgia. Cesare spricht gleich im großen Saal, Eccellenza. Komm. Und weg mit das. Ich hoffe, du genießt es. Ja, Eccellenza, tue ich. Es gibt hier so viel zu sehen. Oh, gut. Ich scheute keine Kosten. Das sieht man. Die feinen Dinge in Ab gut, ihr wisst, was zu tun ist. Niemand hält dich auf. Kommt darauf an, wessen Bein es ist. Das verstehst du nicht. Mir gehören alle Bäume. Meine nicht. Ganz im Gegenteil. Ich sah dich Geld von meiner Waage stehlen. Einen Moment. Tritt frei. Mehr noch. Ich will, dass du die ganze Nacht. Gut, los. Umsonst? Ich muss doch auch etwas leben. Seht euch an, wie sie sich bewegt. Nein, aber eine Tochter. 300 Florin. 700. Feinen Dinge im Leben machen die Macht zu Lohn. Wenn ich nach Apfelsin pflücke ich den. Niemand hält mich auf. Wie könnte ich meine Siege besser zelebrieren, als mich unter das Volk zu mischen? Bald treffen wir uns hier wieder und feiern ein vereintes Italien. Und dann dauert das Fest 40 Tage und 40 Nächte. Cominciamo! Ora!
wir waren nie einig, Italien zu erobern. Wenn euer brillanter Generalhauptmann sagt, wir schaffen es, dann lasst es doch einfach geschehen. Ihr riskiert das empfindliche Gleichgewicht der Kräfte, das so schwer herzustellen war. Ich begrüße, was ihr für mich getan habt, doch ich führe das Heer, also entscheide ich auch. Schaut mich nicht so an. Genießt den Abend. Komm schon. Soll ich hier zurück? Ja, super. Unbemerkt zum Töten. Wieder demselben Fehler. Aha, ich hab's da, Martin, ich hab's da.
erfahren. Nicht in diesem Kleid. Ich habe so ein wundersames Kräutergebräu von dem Ansiedler aus San Felice getrunken. Ich komme dann wie immer zu mir. Bleibt hier. Gebt ihnen was zum Nachdenken. Was ich alles fühlte, sah und kostete. Ich bereue keinen Augenblick davon. Ein Mann mit Macht sollte den Luxus gering schätzen. Aber ich gab dem Volk, was es wollte. Und nun zahlt ihr die Zeche. Il piacere immeritato si consuma da sé. Requiescat in pace. So. Den Bau einer Piazza zugunsten aller Römer angeordnet. Häuser, ich kann dir eine. Das sollte ich erstmal tun. Buonasera. Die Familie Orsini veranstaltet an diesem Samstag Festspiele in der Ebene vor San Paolo. Wo sind Claudia und Maria? Wir kamen mit dem Geld zurück, aber sie sind uns gefolgt. Wow! Was? Meine Schwester weiß, ein Messer zu führen. Und ich bin bereit, es wieder zu tun. Gesprochen wie eine wahre Auditore. Endlich seid ihr zur Vernunft gekommen. Wurde auch Zeit. Sehr schnell. Sequenz 5 beendet. Dreimal in eine. Sequenz 6. Der Baron der Valori. Valoris. Sprechen. Und ganze Geld verschleudern.
Exotica. Exotica. Diese Schiff, bla bla bla. Schrumpfkopf 0 von 2. Elfenbein 1 von 3. Indischer Diamant 1 von 3. Ich war mir sicher, euch helfen zu können. Was wolltet ihr noch gleich? Oh, dann später. Ich habe gestern Monster. Doch. Das vollständig. Rondelle. Rondelle. Bitte sehr, Herr. Empfehlt mich euren Freunden. Vor dir noch so einer aus dem Süden. So, rein damit. Hm. 19 von 20 Mal Assassinen gerufen, um ein Ziel zu eliminieren. Du 1. Römische Rüstung. So.